Hallo, ich bin Stefanie Schäfer. Ich arbeite als Literaturübersetzerin für Niederländisch, Französisch, Afrikaans und Englisch. Ich mag meinen Beruf wirklich sehr und ich mag ihn deswegen so sehr, weil er einfach nie eintönig wird. Jedes Werk, das ich übersetze, fordert mich neu heraus. Es gibt mir neues Wissen und ich muss eine Sprache dafür finden. Eine Sprache, die möglichst nah am Original ist. Das heißt, ich muss ihm wirklich einen Ton verleihen, der es nicht übersetzt klingen lässt. Ich hoffe, das ist mir auch mit dem Werk gelungen, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Und zwar ist das, ich zeige das mal, Toronto von Kenneth Bonard. Toronto ist das dritte Werk, das ich von Kenneth Bonard übersetzt habe. Ich habe schon die beiden Romane Der Löwensucher und Der Anfang einer Zukunft von ihm übersetzt. Und diesmal handelt es sich um eine Sammlung von Kurzgeschichten, die im Original unter dem Titel Carry Us to Daylight erschienen ist. Das Werk umfasst 4 Kurzgeschichten mit den Titeln Familienangelegenheiten, Berührung, Das Paradies und Willkommen im Eishotel. Den Protagonisten ist gemeinsam, dass sie Getriebene sind. Sie befinden sich alle in einer mehr oder weniger oder ihnen so erscheinenden, ausweglosen Situation, aus der sie einen Ausgang suchen. In Familienangelegenheiten muss eine Mutter den quälenden Krebstod ihres Sohnes verarbeiten und stürzt sich in eine Affäre mit einem viel jüngeren Mann. In Berührung entflieht ein Ehemann seiner lieblos gewordenen Ehe, indem er Massageclubs besucht. In das Paradies kämpft ein junges Ehepaar um Gerechtigkeit und gegen die Ignoranz seines Umfelds. Und in Willkommen im Eishotel lässt sich ein junger Mann ziellos treiben, bis er auf einmal mittellos dasteht und seine Mutter schwer an Krebs erkrankt. Die Übersetzung von Kenneth Bonard ist insofern etwas Besonderes, als er ursprünglich gar nicht aus Kanada stammt. Er ist mit 17 Jahren aus Südafrika emigriert, zusammen mit seinen Eltern, und lebt seitdem in Toronto. Als Wanderer zwischen zwei Welten, der einerseits ein intimer Kenner des Landes ist, aber andererseits nicht seine Wurzeln dort hat, ermöglicht uns Bonard in seinen Kurzgeschichten immer wieder den Blick eines Außenstehenden auf die kanadische Gesellschaft. Die kommt dabei nicht immer gut weg. In das Paradies muss der männliche Protagonist, der aus einem armen Land stammt, erkennen, dass dieses Land, das er für den Garten Eden hält, seine Tücken hat. Die Kanadier sind oftmals sowohl als Nachbarn als auch als Arbeitgeber oder sogar auf dem Amt ausgesucht freundlich, ohne es jedoch immer so zu meinen. Einmal berichtet er zu Hause desillusioniert über ein Erlebnis mit einem Taxifahrer. Weißt du, was dieser Mann mir erzählt hat? Er sagte, er habe einen Doktortitel. Fahre aber schon seit 9 Jahren Taxi. 9 Jahre! Ich habe ihm von meinem Vorstellungsgespräch erzählt. Und da hat er gelacht und gesagt, vorne lächeln sie dir ins Gesicht und von hinten stechen sie dir das Messer in den Rücken. So ist das hier. Am Ende dieser Geschichte, sowie auch den 3 anderen, steht jedoch das Prinzip Hoffnung. Alle Protagonisten blicken einem Neuanfang entgegen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.